Heute ist Montag, der 7. Oktober und wir melden uns mal wieder mit einem Update zu den Kapitalmärkten, quasi direkt mit Vollgas aus der Sommerpause, wobei direkt auch in den Herbst hinein. Aber Vollgas ist vielleicht in dem Zusammenhang ein gutes Stichwort. Es geht in erster Linie heute mal um China, nämlich um die wahnsinnigen Aufholbewegungen, die wir dort gesehen haben an den Aktienmärkten in diesem Jahr und zu den Hintergründen. Deswegen habe ich mir den Alexander Mesch wieder an meine Seite geholt und wir wollen mal ganz kurz schauen, was ist da passiert in China, der ja taumelnde große Riese aus den letzten Monaten bzw. im letzten Jahr. Alle hatten Angst um China und jetzt auf einmal große Aufholjagd. Was ist da passiert, was sind die Hintergründe und was heißt das fürs Portfolio? Gut, China hat schon seit längerem Probleme mit dem großen Immobilienbereich, mit dem Immobiliensektor und wir haben schon in der Portfolioverwaltung Anfang des Jahres im Frühling erste Positionen aufgebaut in China, weil relativ klar war, China, da muss was passieren. Die Regierung wird höchstwahrscheinlich eingreifen und ein umfangreiches Stimuluspaket verabschieden. Es hat jetzt länger gedauert als erwartet, aber das lange währt, wird endlich gut. Also man hat gesehen, das Stimulusprogramm kam und ja, die Werte aus China, besonders die Aktien, sind quasi nach oben explodiert mit gut 40% plus in einem Monat. Ja. Sehr, sehr beeindruckende Entwicklung auf jeden Fall. Auch man sieht es aktuell, die Berichterstattung teilweise auch von Seiten der US-Banken, die ja sagen, es war so oder ist so billig, man muss jetzt kaufen. Da waren wir wahrscheinlich sogar relativ weit vorne mit diesem Gedanken. Wie du richtig sagst, es war eine taktische Position, die jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat, also halb strategisch wurde, weil wir sie länger gehalten haben, aber jetzt von der Entwicklung her. Hast du da noch einen Ausblick, wie sich das weiterentwickeln könnte? Kann man da irgendwas zu sagen? Wie ist da die weitere Idee? Aufgrund der immer noch extrem günstigen Bewertung und des enormen Aufholpotenzials, also der Unterschied zwischen der Performance der chinesischen Aktien und beispielsweise der US-Aktien in den letzten Jahren, sollte da noch einiges an Aufholpotenzial vorhanden sein. Daher halten wir auch weiterhin erstmal an der Position fest. Sehr gut. Und man sieht auch da wieder Notenbanken, wenn es drauf ankommt, sozusagen, wir tun alles, was getan werden muss, hat man gesehen, auch die chinesische Notenbank macht das im Zweifel genauso. Vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema anlässlich des heutigen Datums, 7. Oktober. Ein Jahr ist es jetzt her, der Überfall auf Israel mit den Geiselnahmen und ja allen Bildern, die da so dazugehören. Vieles seitdem passiert, vor allem natürlich in den letzten Tagen und Wochen enorme Eskalation, wirklich auch auf kriegerischer Ebene. Was gibt es da zu sagen? Also mal ganz abgesehen natürlich von den menschlichen Bildern und natürlich dem Leid, was da gesehen wird und zu sehen ist und allem, was da so dazugehört, was wir auch hier in Deutschland an politischer Entwicklung haben. Aber vielleicht mal fernab davon, diese Eskalation im Nahen Osten, gibt es da Auswirkungen auf die Portfolien, auf die Weltwirtschaft? Also wie du sagst, ja, es ist alles menschlich, eine absolute Tragödie, aber das ist ja unser Job am Ende, auch dann wirklich auf die Fakten und die Daten im Portfolio zu schauen. Und da muss man klar sagen, die Auswirkungen halten sich absolut in Grenzen und man hat es auch in den Börsen gemerkt in den letzten Monaten, egal was passiert ist, auch wie schlimm das auch ist, der Aktienmarkt oder die globalen Märkte haben sich jetzt nicht da aus dem Ruder bringen lassen oder aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Insofern, es gibt natürlich bei einer absoluten Eskalation Randrisiken oder Extremrisiken für einen Kapitalmarkt, aber bei uns in der Portfoliokonstruktion sind diese immer mit abgedeckt bzw. vorgesorgt im Risikomanagement. Von daher gibt es auch keinen Handlungsbedarf aktuell. Sehr schön. Also hoffen wir einfach das Beste, auch in Bezug auf das heutige Datum, dass ja auch hier in Deutschland alles einigermaßen ruhig bleibt und es nicht weiter eskaliert. Und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis bald.